Klasse, Gold ist zurück. Wir haben schon 100 Dollar gewonnen gegenüber dem Vormonat. Zumindest mal das für viele ein positives Zeichen. Und viele rechnen ja damit, dass Gold nicht nur ein bisschen steigt, sondern vielleicht sogar die 2000 bald wieder erreicht. Die 2500, ach was erzähle ich, 5000 schwärmen schon einige. Ja, denkbar ist das Ganze schon. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Zeit das Ganze passiert und ob das auf dem direkten Wege passiert. Denn es gibt tatsächlich ein paar Gründe, die nochmal Gold auch nach unten schicken könnten. Deshalb sollten wir da nochmal drauf gucken, wie die Situation aussieht. Bleibt bei mir, schaut euch das Video an. Ich werde zu Gold, Silber und Platin noch etwas sagen, denn da gibt es durchaus etwas zu erzählen. Doch fangen wir mit dem Goldkurs an. Ich habe es erzählt, bisher sah es schon ganz gut aus. Viele sagen, das ist jetzt schon der Startschuss für den nächsten Bullenmarsch. Es kann doch jetzt eigentlich nur nach oben gehen. Es gibt viele gute Gründe, warum der Goldkurs nach oben gehen sollte. Ja, das ist absolut richtig. Die Frage ist allerdings, ist das schon gesetzt oder ist das noch nicht festgelegt? Das lässt sich natürlich im Vorhinein nicht unbedingt festlegen. Wir können aber mal schauen, was die Marktteilnehmer denken, an welchen Stellen sie typischerweise Entscheidungen fällen. Und das wollen wir mal tun. Das machen wir mit Blick auf den Chart. Eine Einladung an all diejenigen unter euch, die fundamental orientiert sind. Ja, fundamentale Informationen haben natürlich einen Einfluss auf die Marktbewegung, den maßgeblichen möglicherweise, aber die Frage ist natürlich, wie reagieren die Marktteilnehmer drauf? Und das ist die Umfrage, die ich sozusagen am Chart immer wieder vornehme, denn da kann man sehen, wo ist der Druck, wo wollen die Leute unbedingt und wo sagen sie, das ist zwar jetzt vielleicht eine positive Nachricht, aber ich bin da noch nicht so sicher. Das kann man mitunter am Chart sehen. Das wollen wir uns mal angucken. Wir fangen mal mit dem Goldkurs an. So, und da fangen wir mit dem Positiven erstmal an, denn es sieht doch super aus. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Bewegung, die wir hier haben. Ich weiß, einige von euch sind mit mobilen Geräten unterwegs, deshalb machen wir das jetzt mal groß. Bevor wir dieses Bild angucken, nochmal ganz kurz für all diejenigen, die das jetzt ganz neu jetzt angucken. Das übergeordnete Bild, das ist auf Tagesbasis. Tolle Bewegung nach oben, auch im längeren tolle Bewegung hoch. Ganz klar jetzt im Moment in einer Abwärtsbewegung, die korrektiv ist. Das ist für mich nichts mit Druck, sondern das ist, ja, lass uns mal warten, das wird schon wieder. Das ist nichts anderes hier in groß, was wir hier in klein oder hier von mir aus noch kleiner hatten. Ihr seht das hier, haben wir eine deutliche Schubbewegung, kleine Rücksetzer, die weit voneinander entfernt sind. Und dann gab es eben so ein Rücksetzerniveau. So wie das hier aussieht, so wie das hier im Größeren ist und zwischendurch immer mal wieder, so haben wir das hier noch eine Stufe größer. Und das lässt mich vermuten, dass die bullische Seite, die Aufwärtsrichtung, tatsächlich gute Chancen hat. Also, ich male es mal hier bewusst ein bisschen an den Rand, dass wir hier eine Bewegung haben, die uns hier weiterführt nach oben. Und das halte ich für sehr realistisch. Alles einzig und allein die Frage, wann geht das Ganze los? Können wir denn jetzt eigentlich schon sicher sein, dass das jetzt der richtige Weg ist? Oder gibt es tatsächlich doch nochmal Chancen, dass der Kurs nach unten geht? Das wollen wir uns jetzt mal angucken und vor allen Dingen, an welchen Stellen passiert das Ganze. Das heißt, wir wollen jetzt dieses Bild mal verlassen, die Tagesebene. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das grundsätzliche Bild positiv, wie ich denke. Jetzt geht es auf das Feintuning ein bisschen. Ist es jetzt schon richtig oder wo muss man nochmal aufpassen? So, dazu gucken wir uns diesen hinteren Teil an. Das machen wir mal gerne im 4-Stunden-Chart. Das ist das, was wir hier haben. Also dieser Katzenbuckel und dann dieser Anstieg hier, der Rüssel nach oben. Na, was für ein Bildvergleich hier. Aber das ist das, was wir hier sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn, warum nehme ich das noch mit hinzu? Das werden wir gleich noch brauchen. Aber erstmal gucken wir uns diesen Bereich an. Da haben wir einen relativ deutlichen Anstieg. Wir hatten ein etwas übersichtliches ABC. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass das nicht ganz so deutlich ist. Wir hatten es trotzdem bei uns in unsere Liste, in unsere Approved Setups aufgenommen. Einige von euch verfolgen das Ganze ja schon und haben gesagt, naja, dadurch, dass das doch relativ gut ist, wenn der Markt hier durchgeht, hat man eine Chance, dass der Kurs sich eben fortsetzt. So, wie weit setzt sich das Ganze fort? An welchen Stellen werden wieder Entscheidungen typischerweise fällig? Gibt es da Größenordnungen, auf die man sich da konzentrieren kann? Punkt 1 ist, klassischerweise, wenn wir eine relativ deutliche Schubbewegung haben, gefolgt von so einer ABC. Wir können uns das Ganze mal in der Theorie angucken. Wann gibt es solche Situation. Solche Situationen gibt es in einem Impuls. Ihr habt eine deutliche Schubbewegung nach oben, dann gibt es so eine A, B, C runter
Und dann geht es sogar mehrfach nach oben. Also es ist der Anfang. Das ist der Tiefpunkt, den wir hatten hier Anfang April, Ende März. Anschließend die heftige Aufwärtsbewegung, dann das ABC nach unten. Und jetzt sind wir quasi in diesem Arm hier nach oben. Und das lässt ja hoffen, ja, er hat auch so recht, die 2000, wir kommen. Tatsächlich würde, wenn wir dieses Bild hier bekommen, das sehr realistisch sein, dass wir dann noch ein gutes Stück laufen. Denn selbst wenn wir später nochmal Korrekturen bekämen, das ist gar nicht so außergewöhnlich, aber selbst dann müsste sich die Trendrichtung eigentlich fortsetzen. Und das würde bedeuten, wir sind schon auf genau diesen Arm. Das ist doch eine gute Nachricht, könnte man meinen. Aber wir müssen natürlich volle Recherche machen, nämlich Stichwort. Aber dieses Teilstück hier, ist das immer, wenn das hier passiert? Oder gibt es auch andere Szenarien, die da noch passieren könnten? Und ja, tatsächlich gibt es andere Szenarien, die passieren können. Und ein sehr, sehr typisches, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es das auch geben kann. Ich will jetzt nicht sagen, welches das Wahrscheinlichere ist, denn zum aktuellen Zeitpunkt ist das noch nicht festgelegt. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Das ist der Zigzag. Und ihr seht, der Zigzag hier vorne, das ist genau das Gleiche. Da geht es zügig hoch, dann die ABC runter. Das war der Trigger und wir befinden uns jetzt aktuell irgendwo hier. Ich wechsle nochmal zum anderen Bild, damit die beiden Szenarien schön vergleichbar werden. Also, das ist dieses Zigzag-Muster. Ihr guckt euch mal die interne Struktur an und wir wären jetzt irgendwo hier. Oder den Impuls. Es sieht fast genauso aus, dann wären wir irgendwo hier. Nur, dass hier hinten noch so ein Schwanz hinten dran kommt, der fehlt hier, weil hier geht es eben nur zweimal impulsiv in die richtige Richtung. So, welches Bild ist es das? Für die Bullen, die jetzt natürlich sagen, ah, ich will aber, dass der Kurs jetzt schon nach oben geht, müsste es natürlich idealerweise so ein Szenario sein. Für die etwas dezenteren, die sagen, mal gucken, kann man zumindest mal hier mit rechnen. Das heißt, wir sind, was das angeht, in beiden Szenarien hier noch voll im Gange. Also ihr seht das, wir haben auch hier eine interne 1, 2, 3, vielleicht kommt dann irgendwann eine 4, eine 5, das muss sich nicht so sauber ausbilden, aber sowas in der Richtung. Und wir erinnern uns, das, was wir hier vorne haben, das ist das, was sehr gerne und typischerweise eben hinten nochmal drankommt. Das Schöne ist, das gilt grundsätzlich sowohl für dieses, als auch sowieso für dieses Szenario, weil das ja sogar noch weiter geht. Das heißt, so diese 1:1-Projektion, das ist etwas, mit dem wir auf jeden Fall erstmal rechnen können. Das heißt, wir haben eine ganz gute Chance, dass der Kurs so weit läuft. Wir können das mal ein bisschen hier messen, dass wir so eine Größenordnung haben. Das ist statistisch gesehen sehr, sehr häufig. Das muss nicht sein. Es gibt auch verkürzte. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, ah, dann muss das ja jetzt so passieren. Naja, müssen tut, muss an der Börse immer gar nichts. Aber es wäre eben typisch, dass wir dahin gehen. Kann auch ein bisschen höher noch laufen. Dann sind wir so ungefähr bei 105, 104 irgendwas beispielsweise als eine Zielmarke. Und haben das auf jeden Fall mal auf dem Petto. Und da wir hier so schon eine solche Korrektur mal hier irgendwie gesehen haben, würde mich es sowieso nicht wundern, wenn wir auf dem Weg dahin nochmal so eine Korrektur kriegen und dann eben bis ans Ziel zumindest mal laufen. Also ganz gute Voraussetzung, dass wir das auf jeden Fall erstmal kriegen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf das Theoriebild. Wir haben also das gesehen und wir sind jetzt hier und auf diesen Rücksetzer warten wir oder respektiv diesen Rücksetzer hier und dann geht es eben nochmal hoch und hier wären dann Niveaus von ungefähr 1805, das andere wäre zu wenig, also dann so diese Zielmarken, damit können wir auf jeden Fall rechnen. So und jetzt die Frage, die alles Entscheidende, ja, aber wenn das doch hier ein Start ist, dann kann es doch nicht bei der ABC bleiben, dann müsste es doch quasi irgendwie sowas geben, das heißt die Fortsetzung müsste doch eigentlich folgen. Das wäre doch ganz klar, dass das dann passiert, weil ja doch der Startschuss gefallen sein muss. So, und da müssen wir jetzt noch mal einmal eine Stufe zurückgehen, nämlich auf den Tageschart, nämlich die Frage, sind wir schon ganz sicher, dass wir die Unterstützung hier als endgültiges Tief hier haben? Können wir sicher davon ausgehen, dass der Kurs dreht?
Natürlich ist so eine Unterstützung schon mal nicht schlecht. Viele Marktteilnehmer hatten sich früher mal auf dieses Niveau geeinigt. Wir wissen, dass viel Volumen hier stattgefunden hat, weil der Kurs hier festgehakt war. Wir haben hier Hochs, wir haben Tiefs. Das sind Orientierungspunkte, an denen sich Marktteilnehmer immer wieder orientieren. Das ist keine Pflicht. Wir wissen ja, dass fundamentale Informationen eine Rolle spielen. Aber machen wir uns nichts vor. Viele Leute sagen, aber dann komme ich ins Minus beispielsweise. Oder dann sollte ich doch jetzt langsam aber sicher, dass ich das nicht wieder verpasse, wenn die nächste Aufwärtsbewegung kommt. Das heißt, solche Zonen bringen viele Marktteilnehmer zur Entscheidung. Und das ist das, was wir unheimlich gerne nutzen, eben um dann an diesen Dreh- und Angelpunkten genauer hinzugucken, was wir bekommen. Aber ist es sicher, dass der Kurs nach oben jetzt geht? Oder wäre es auch denkbar, dass der Kurs eben, naja, halt ein bisschen noch läuft, aber anschließend noch mal hier die Unterseite angeht? Das sollten wir uns jetzt mal angucken. Ist das überhaupt möglich, charttechnisch? Macht das irgendwie nachvollziehbaren Sinn, dass das Ganze passiert? Oder ist das eigentlich komplett ausgeschlossen, dass wir so ein Szenario hier eben haben? Ich will gar nicht so sehr in das Fundamentale gehen. Ich will nur einen Punkt mal anbringen. Das sind die Zinsmärkte. Die habe ich ja immer wieder auf meinem Plan. Aktuell jetzt hier zum Beispiel die 10-jährigen US Treasury Notes. Die Zinsmärkte sind deshalb wichtig. Je mehr die Kurse wieder steigen, also der Kurs hochgeht und im Moment sind wir in der Aufwärtsbewegung, desto geringer sind die Zinsrenditen. Das ist wiederum von Vorteil auch für den Goldmarkt, weil einige Marktteilnehmer dann sagen, naja gut, wenn ich eh immer weniger Zinsen auch bekomme, hier über die Staatsanleihen beispielsweise, über die Treasuries, dann vielleicht doch lieber wieder Gold. Das heißt, diejenigen, die zeitweise Geld abgezogen haben für den Zinsmarkt, weil es dort einfach mehr Rendite gab als zuvor, die können jetzt wieder zurückkommen in den Goldmarkt. Das heißt, da haben wir schon die eine oder andere Unterstützung. Das sieht doch klasse aus, das macht Mut und gibt Chancen, dass der Kurs noch weiter steigt. Tatsächlich kann das auch noch ein bisschen angehen, denn wir sehen, ich mache das jetzt nur mal kurz, ich will gar nicht den Zinsmarkt so sehr analysieren, auch hier diese fünfwellige Struktur, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Und wir haben eine realistische Chance, dass wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 bekommen. Und damit haben wir hier, ihr seht das, fünfwellig hoch, ABC runter, fünfwellig hoch. Gucken wir nochmal kurz in die Theorie eines Zigzags, fünfwellig hoch, dreiwellig runter, fünfwellig hoch. Das ist dieser Klassiker und das ist eine typische Korrektur, die kommt auch sehr häufig vor. Das heißt, wir haben vorläufig noch diesen letzten Arm, auf den wir idealerweise warten. Der muss nicht kommen, aber idealerweise warten. Das gibt sicherlich nochmal wieder Kraft für den Goldmarkt. Das heißt, vorläufig für die nächsten vielen Stunden, genauso wie das jetzt eben hier im kurzfristigeren Bereich war, hier im Stundenchart beispielsweise, rechnen wir hier mit einer Aufwärtsbewegung. Das entlastet den Zinsmarkt. Das wiederum wird den einen oder anderen dann sagen, oh komm, dann hole ich mir halt doch noch Gold. Dafür gibt es gute Chancen. Das heißt, wir haben hier einen ähnlichen Ansatz. Charttechnisch würde das passen. Argumentativ von der fundamentalen Seite würde das passen. Also gar keine ganz schlechten Voraussetzungen, was diese Märkte aktuell angeht. So, also, dann sieht es doch nach Kaufen aus, oder? Ist dieses Bild hier überhaupt möglich, dass der Kurs hier nochmal in der Nähe der Oberseite des Trendkanals abprallt und dann nochmal nach unten geht? Ist das möglich? Ist das denkbar? Das sollten wir uns nochmal angucken. Und dazu wechseln wir wieder auf das kürzerfristige Bild, um mal zu schauen, was wir bekommen. Das heißt, bevor wir da drauf gucken, achtet mal auf die Bewegung, die wir von hier hatten. Das ist das Hoch vom 5. Januar. Das ist das Hoch, was wir hier vorne haben. Und wir wissen, dass der Markt sich ja sehr, sehr gerne eben in diesem fünfwelligen Verhalten zeigt. Das heißt, dass wir so eine 1, 2, 3, 4, 5 haben. Dann gibt es hier irgendeine Gegenbewegung. Anschließend gibt es wieder eine Abwärtsbewegung. Da kann man allerdings ein bisschen maulig sein. Da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz glücklich, wie ich dieses hier aufteilen soll. Da gäbe es vielleicht noch die ein oder andere Möglichkeit. Im Groben gesehen allerdings nochmal eine A, B, C und dann nochmal runter. Würde ich generell nicht ausschließen. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von dieser Sichtweise sein soll, aber ausschließen können wir das nicht. Ja, aber Moment mal, das passt doch nicht hierzu. Oder etwa doch? Dazu sollten wir uns, ich mache mal hier das Gemälde wieder weg, was ich hier reingemacht habe, doch nochmal dieses Teilstück angucken, nämlich von dem Tiefpunkt hier. Wir sind ABC nach oben gegangen, anschließend ABC nach unten. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir so eine ABC nach oben gehen. Gibt's sowas? Ist sowas tatsächlich existent?
Schauen wir es uns mal an. Wir merken uns dreiwellig nach oben, dreiwellig nach unten und zwar ungefähr auf den gleichen Punkt, den wir hier hatten. Und anschließend nochmal eine ausgedehnte Dreiwelle nach oben. Gibt es solch ein Verlaufsverhalten? Tatsächlich gibt es sowas. Das nennen wir Double Sideways oder D3 und sieht ungefähr so aus. Wir haben eine ABC nach oben, eine ABC nach unten, wobei dieser Punkt ungefähr so weit ist wie hier. Und anschließend nochmal eine ausgedehnte, ihr seht so die erste dynamische Bewegung, die geht ungefähr auf dieses Niveau, dann kommt der Rücksetzer und dann kommt nochmal die Fortsetzung. Das gibt es schon, das ist sogar gar nicht so selten, es ist sicherlich ein Spezialfall, aber es sind Verhaltensmuster, die immer wieder auch vorkommen, also in 10%, 20% der Fälle kann sowas eben vorkommen. Das ist nicht ganz untypisch, dass wir solch ein Verhalten eben haben. Gerade in der vierten Welle ist das gar nicht so wenig realistisch. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, warum gucke ich hier oben so viele hin? Das ist doch eine Commodity Gold. Man muss dazu sagen, wir haben hier eine Auswertung mit vielen, vielen Millionen Charts gemacht. Aber das Problem ist natürlich, Commodities gibt es halt weitaus weniger als Aktien. Das heißt, die Datenlage ist hier viel stabiler, viel mehr gesichert als bei den Commodities. Aber der Tenor ist zumindest mal erkennbar. Es ist nicht super typisch, aber es ist eben doch ein ganz klassisches Verhalten, was der Markt auch immer wieder mal zeigt und was aktuell eigentlich wunderbar eben passt, so von den Verlaufsgrößen, die wir hier haben. Und da können wir jetzt mal Folgendes gucken. Wie groß ist typischerweise so eine Bewegung? Wir können mal gucken, Double Sideways. Ich gucke jetzt bei Equities, weil das einfach ein bisschen mehr Datensituation hier hat. Dass ihr seht das hier schon, dass das teilweise, das ist jetzt hier allerdings auf die Zeit bezogen, ihr seht, dass das hibbeliger ist. Das liegt einfach daran, dass weniger Kurse teilweise da sind. Müsste dann im Langfristigen, dann kann man das ein bisschen glätten. Aber der Tenor ist ungefähr der gleiche, wenn wir hier bei Double Sideways beispielsweise gucken und mal schauen, wie lang ist denn die dritte Welle im Verhältnis zur ersten oder der zweiten beispielsweise. In dem Fall ist ja die erste und die zweite gleich lang. Insofern können wir beide Vergleiche uns angucken. Und dann sehen wir im Vergleich zur dritten Welle, die dritte zur ersten beispielsweise, dass die 150% ist, ist nicht so außergewöhnlich. Kann auch ein bisschen mehr sein, kann ein bisschen weniger sein. Das spielt gar keine Rolle. Im Verhältnis zur zweiten ist es typischerweise ein bisschen weniger. Aber denkbar ist das ebenfalls, was dieses Bild angeht, auf jeden Fall. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie groß ist denn das Ganze hier? Das können wir mit den Fibonacci Extensions messen. Wir messen also diese Gegenbewegung. Dann sehen wir, hier ist die 161. Also wenn er jetzt ungefähr nochmal bis zu 1805 geht, das, was wir angesprochen haben, dann ist das ziemlich exakt das, was wir eben besprochen haben, dass der Markt eben bis dahin ohne weiteres eben nochmal laufen kann. Das ist nicht untypisch, überhaupt nicht. Und wir können noch mal ein bisschen andere Größenvergleiche hier machen. Und dann stellen wir fest, okay, die 1:1 Projektion, die hatte er schon mal genutzt. Die nächste Marke ist die 161,8. Die liegen hier jetzt auch relativ dicht beieinander. Vorsichtig, das ist jetzt kein Beweis. Ha, dahin muss er laufen und auch kein Beweis, dann dreht er. Keine Frage, aber wir müssen damit rechnen, dass viele Leute ab solchen Marken ein bisschen zurückhaltender werden und wenn die entsprechende Datenlage dann passt, werden sie vorläufig sich zurückhalten. Also zusammengefasst, ja, wir sind im Moment in der Aufwärtsbewegung und ich halte so etwas für sehr, sehr realistisch, dass wir das sehen. Das ist ja unser Ziel, das wir jüngst jetzt hier für unsere Long-Position angegeben hatten. Wer solche Trading-Ideen mitnutzen will, der ist herzlich eingeladen mitzumachen bei Born for Trading. Ihr könnt, falls ihr es nicht schon getan habt, mal das Ganze testen. Völlig unverbindlich, ihr müsst da keine Sorge haben und bekommt dann eben Zugriff auf diese Liste. Das sind unsere Approved Setups, was das im Einzelnen ist, wie die Liste funktioniert. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, ich kann das mal hier verlinken. Das ist so ein bisschen Erklärvideo, um ein bisschen Klarheit zu bekommen, wie macht man das Ganze. Und hier seht ihr, dass wir den Gold Trade vorgeschlagen haben. Im Moment ist der noch running, also der läuft noch tatsächlich. Und da hatten wir das eben mit unseren ganz, ganz konkreten Marken vorgeschlagen. Wo gehen wir rein? Wie lange gilt die Order? Wie sieht das stopseitig aus? Und so weiter. Also eine ganze Reihe Informationen, die wir jetzt hier haben. Noch wissen wir nicht, wie das Ergebnis ist. Deshalb ist das hier noch offen.
Aber das als Idee mal, wenn ihr sowas gerne auch mal mitbekommen wollt, zum Beispiel als Nachricht auf Telegram, dann meldet euch da an. Ihr könnt das kostenfrei testen, falls ihr es nicht schon mal getan habt, und das mal ein bisschen ausprobieren. Also, das ist diese Idee, die wir jetzt haben. Die läuft jetzt natürlich. Wir müssen allerdings in diesem Rahmen aufpassen, ob der Kurs dann wirklich weitergeht. Vielleicht nach der nächsten Korrektur. Wir wissen, wir hatten ja hier schon so eine Korrektur, dass dann früher oder später, das kann auch ein bisschen höher sein, so eine Korrektur nochmal folgt. Also, wir haben uns für eine Gewinnmitnahme hier entschieden, weil wir einfach sagen, dieses Abwärtsbild ist zu existent noch. Wer aber sagt, naja, ich sehe da noch mehr Potenzial, ich bin da guten Mutes, der kann natürlich drin bleiben, sollte allerdings nicht ganz ohne Stop arbeiten. Denn ein Szenario, das auch hier nochmal drunter geht, ist alles andere als unrealistisch. Wir denken einfach daran, dass der Trendkanal auch auf der Unterseite nochmal zum späteren Zeitpunkt erreicht werden kann. Auch Kurse so um die 1600 sind nicht völlig ausgeschlossen. Solltet ihr also nicht außen vor lassen im Sinne von, nee, es ist undenkbar, das Ganze. Wie wahrscheinlich das eine oder das andere Bild ist, tatsächlich ist das Short-Bild nicht das super wahrscheinliche Bild jetzt, aber es ist absolut möglich. Das heißt, entweder Gewinne mitnehmen hier und auf den nächsten Rücksetzer warten, um dann vielleicht nochmal einsteigen zu können, oder aber, dass ihr sagt, ich bleibe gleich drin, das sitze ich tapfer aus, das macht mir gar nichts. Ich gucke, dass ich meinen Einstieg, unser Einstieg, den wir genannt haben, der lag hier auf dieser Höhe, hier auf diesem Zwischenhoch quasi, als das gebrochen wurde, dass ich den Stop einfach irgendwo oberhalb habe, zum Beispiel an dieser Marke jetzt hier, weil eine Überschneidung sollte es nicht geben, oder eben, dass ich mich größenordnungsmäßig an dieser Korrektur orientiere und sage, vielleicht ein bisschen tiefer, gut, da sind wir schnell in dieser Marke, und damit die Chance offen hält. Allerdings natürlich eine Menge Gewinn auch wieder abgibt, falls der Kurs dann eben entsprechend dreht. Das ist das Vabor-Spiel. Wir sind klassische Gewinnmitnehmer und gucken, dass wir eine Position möglichst in der schnellen Bewegungsphase ausnutzen, dann lieber wieder einen neuen Trade machen. Aber da will ich niemanden reinreden. Wenn ihr eine andere Idee habt, dann macht das natürlich gerne. So, jetzt haben wir ganz viel über Gold gesprochen. Jetzt lasst uns auch noch mal über Silber reden. Silber ist ebenfalls eine interessante Situation aus zweierlei Hinsicht. Ich will das gar nicht so breittreten, denn das kurzfristige Bild ist ungefähr das gleiche. Auch hier hatten wir drüber gesprochen, auch wenn wir den nicht als Trade direkt vorgeschlagen haben, aber dass die Aufwärtsbewegung, dass die Abwärtsbewegung jetzt die Fortsetzung, also wer bei Silber schon drin ist, kann hier das genauso eben zur Anwendung bringen. Zeichnet das auf eure Art und Weise, was die Ziele mal angeht, mal ein. Ich werde das mal hier so im Kleinen einfach zur Orientierung, das da vorne nochmal messen. Beispielsweise, dann haben wir so eine ungefähre Idee, wie weit diese Bewegung eben noch laufen kann, sollte, muss. Also da haben wir zumindest eine Orientierung. Manch einer wird sagen, ja, das passt doch hervorragend, da haben wir doch auch die Zwischenhochs hier. Das ist richtig. Also da gibt es die ein oder andere Marke, die hier vielleicht dafür sorgen wird, dass der Kurs dann eben nicht mehr weiterläuft. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, auch ganz schön korrektiv ist. Das heißt, ich würde mich auch nicht wundern, wenn der Kurs jetzt tatsächlich die bullische Seite macht. Was mich allerdings wundern würde oder was ich nicht so attraktiv bisher fand, dass diese Aufwärtsbewegung alles andere als richtig toll ist, richtig toll eine Dynamik zeigt. Das ist für mich so der Grund, warum ich sage, wenn ich ehrlich bin, ich finde nochmal einen Rücksetzer bis in diese Zone hier irgendwo, die alten Tiefs hier im September und im November. Dass wir die erreichen, fände ich noch schöner, ohne jetzt jemanden böse zu wollen, um dann in aller Ruhe und richtig mit Schmackes nach oben zu gehen. Dann hätten wir nämlich wieder ein ganz klares, sauberes Bild und wir haben noch mehr Marktteilnehmer, die dann eben in den Markt drücken. So, also Silber, eine ähnliche Situation, wenn auch nicht dieses Katzenbuckelsystem, dieses Double Sideways, was ich euch gezeigt habe mit dem ABC hoch, ABC runter und dann nochmal hinten dieses ABC, das haben wir hier die Situation nicht. Deshalb müssen wir hier mal schauen, ob wir vielleicht hier ebenfalls nur eine ABC runter, die ABC als Korrektur und jetzt dann nochmal eine ABC runterkriegen, um dann anschließend endlich dann in den verdienten, wie ich finde, durchaus verdienten Bullenmarkt kommen. Denn ich bin durchaus bullisch im großen Bild. Ich habe aber so ein bisschen meine Sorge, ob nicht dieses Szenario noch gültig ist. Chancen allerdings auch jetzt hier erstmal für die bullische Seite. Insofern würde ich, wer nicht jetzt hier schon long ist,
gucken, dass die nächste Seite wieder A, B, C sein muss, dann kann man sich nochmal wieder mit aufschwingen auf die Long-Seite. Das wäre durchaus denkbar, aber wartet auf solche Rücksätze, auf solche Korrekturen. Ich halte das für sehr viel sinnvoller, als jetzt einfach da pauschal reinzugehen und zu sagen, ach komm, das wird schon. Das ist meines zumindest mal nicht. Ich denke immer, ein bisschen Bestätigung täte der Sache gut. Und weil es so schön ist und auch das Chartmuster eigentlich gar nicht so unattraktiv ist, sollten wir mal auf Platin gucken, in dem Fall Platinum hier an der NYMEX, der Future. Und wir haben hier eine Situation, die nicht uninteressant ist, nicht unbedingt jetzt hier im 15-Minuten-Chart, aber hier im Tageschart beispielsweise hatten wir ja eine zumindest mal einigermaßen deutliche Abwärtsbewegung, eine ABC. Und ich war gewogen, hier schon zu sagen, an der Stelle wäre das ein Short-Trigger für diese Idee nochmal in der Abwärtsseite. Also ihr seht, die Argumentation, ähnlich wie wir bei Gold haben, nur in dem Fall in die andere Richtung. Das ist aber nicht getriggert worden bis jetzt und insofern dann erstmal gar nicht unser Thema. Jetzt ist das Spannende, dass wir hier auf dieser Seite eine Situation hatten, die ich ebenfalls in den letzten Tagen öfter mal erwähnt hatte, nämlich, wir gucken das hier im 4-Stunden-Chart an, die sehr deutliche Abwärtsbewegung und ich hatte gehofft, wir kriegen hier irgendwie was Wackeliges, ABC oder wackelig nach oben, dann hätte man nämlich sagen können, klasse, an der Stelle Short, nochmal in der Verlängerung dieser Geschichte, aber nicht nur das, denn dann hätten wir ja auch das Übergeordnete, das, was ich hier oben im Tageschart gezeichnet habe. Und dann wären es sogar die weiten Ziele geworden, die noch realistisch gewesen wären. Das hätte uns dann vielleicht sogar nochmal Richtung 1030 irgendwie so in diese Richtung runterbringen können. Das wäre sehr, sehr typisch, sehr, sehr realistisch gewesen. Was auch im Übergeordneten gar kein Drama ist. Ich weiß, einige sagen, Mensch, aber ist doch alles eine ganz tolle Situation. Ja, ist es ja auch nach wie vor. Und dann sind wir hier auf diesen Unterstützungsmarken hier. Und dann kann der Kurs ja auch gerne weiter nach oben gehen. Ich bin da ja gar nicht dagegen, aber dieses Bild sah bislang so aus. Sah bislang so aus, ist genau das Stichwort. Denn wenn wir hier mal Intraday ein bisschen kleiner gucken, ich gehe mal auf den Stundenchart hier und dann gucken wir uns mal nur diesen hinteren Teil an. Das ist das, was wir hier hatten. Gewünscht hatte ich mir hier eine klare ABC. Was wir hier gekriegt haben, ist aber bis jetzt überlappungsfrei. Hier eine Korrektur, dann zack, dann hier wieder eine Korrektur und das ist impulsiv. Das heißt, die jüngste Richtung, die wir haben, ist aufwärts und sie ist in einer Haupttrendrichtung. Warum? Weil wir eben keine Kursüberschneidung hier bei den Rücksetzern haben. Das heißt, im Moment ist mein Bild, was ich hier jetzt angesprochen hatte, erstmal vom Tisch. Das kann wieder auf den Plan kommen, aber dafür hätte es korrektiv nach oben gehen müssen. Das heißt, die Marktteilnehmer hätten zwar kaufen müssen, aber ohne Lust und ohne richtig Druck. Ja, aber so sieht das aus, wenn sie doch sagen, nee, ich glaube da dran, ich kaufe dann doch nochmal wieder ein. Also insofern keine Verwechslungsgefahr. Vorläufig das Short-Bild erstmal obsolet. Das kann später wieder aufkommen, denn es kann natürlich hier auch irgendwie sowas geben in dieser Art und anschließend dann nochmal nach unten, aber vorläufig ist es das eher nicht. Das heißt, für all diejenigen, die das auch kürzerfristig auf dem Plan haben, wartet auf so eine ABC und dann habt ihr doch genau dieses Bild vorne, dann habt ihr wieder eure ABC und die Erwartungshaltung, dass es zumindest vorläufig nochmal nach oben geht, je nachdem wie weit und wie deutlich dieser Rücksetzer hier eben entsprechend ist. So, jetzt habt ihr gesehen, es gibt einiges zu erzählen bei den Edelmetallen. Sorry, dass ich immer so lange quatsche, aber ich habe da so viel Spaß dran. Ich gucke die Charts so gerne an, denn sie sind kein Kaffeesatz, den man lesen muss. Es ist keine Knochenwerferei, auch keine Glaskugel. Die Charts sagen uns nicht, was in der Zukunft passiert. Die Charts sagen uns aber, wie die Marktteilnehmer aktuell auf die Nachrichten reagiert haben. Und wir wissen aufgrund von Statistiken, wie Marktteilnehmer typischerweise sich verhalten, wenn sie ein bisschen, also ihr seht das, kommt ihr in einen Laden rein, der Verkäufer sieht euch über beide Ohren grinsen, wenn ihr vor einem Gerät steht, vor einer Handtasche, vor einem Schuh, vor einem Trainingsanzug, was auch immer ihr da begehrt, vor einem Auto und ihr strahlt über beide Ohren, dann weiß er, ihr kauft das und dann ist der Preis auch ziemlich egal. Und wenn ihr schon reinkommt und sagt, eigentlich bin ich total gelangweilt, weil ich hier jetzt hin muss, und er ist total genervt, dann weiß er, das wird ein schwieriges Ding. Das ist das, ohne die Gesichter zu sehen, aber der Chart ist im Prinzip das Gesicht der Marktteilnehmer. Daran können wir ein bisschen ablesen, wie auf bestimmte Nachrichten, auf bestimmte Situationen reagiert wird. Und so greifen wir eben auf den Handel auf. Nochmal der Hinweis.
wenn ihr Lust habt auf die Liste, wenn ihr Informationen haben wollt zu vielen, vielen Trades, die wir machen, dann seid ihr herzlich eingeladen, dass ihr euch anmeldet. Ich mache den Link unten rein für einen Test. Der ist kostenfrei, der ist unverbindlich, ist endet von alleine. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass da irgendwie was passiert und jetzt hupt hier mein Rechner. Also ihr müsst keine Sorge haben, dass da irgendwie was passiert, sondern einfach anmelden, mal angucken und wenn es nichts für euch ist, dann hört das eh irgendwann auf wieder. Und wenn ihr sagt, das finde ich klasse, dann kommen wir sicherlich irgendwie noch zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch für heute erstmal alles Gute. Tradet erfolgreich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.